Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Dreamlight Valley Let's Play. Ja, im Part 1 sind wir hier stehen geblieben in unserem neuen Zuhause. Kurz als Zusammenfassung, wir haben mit Merlin gesprochen, der uns gesagt hat, was mit der Stadt passiert ist. Man kommt wohl nur durch Träume in diese Stadt und ich habe eine besondere Bedeutung, weil nicht jeder in diese Stadt kommen kann und ich muss wohl Magie haben. Habe auch schon die ersten Dornen mit meiner Magie entfernt, denn diese Dornen verursachen... dass man alles vergisst. Merlin hat vergessen, wer seine Freunde sind, was eigentlich so alles gemacht werden muss, aber wenn man die Dornen entfernt, dann erinnert er sich so langsam. Wir haben auch beim letzten Mal eine Erinnerung gefunden mit Miki vom Traumschloss und wir haben jetzt eine Aufgabe zu erfüllen und zwar findet man hier die Aufgaben. Übrigens nochmal kurz zur Info, es ist ein Early Access Spiel, also es ist noch nicht die komplette Version des Spiels. Wahrscheinlich wird es beim Release im 2023 noch etwas anders aussehen. Ich habe es über Steam gekauft, kostete 30 Euro. Es gibt auch den Early Access für die Xbox. Ja, also wir müssen herrschaftliche Geräte finden. Und zwar einmal die Spitzhacke des Herrschers auf dem Hauptplatz und ziehe sie aus dem Stein. Dann die Schaufel ist auf dem Hauptplatz, die Gießkanne und die Angelrute ist auf der Wiese. So, dann würde ich sagen, verlassen wir unser tolles Domizil hier, das Haus. Oh, ich habe sogar einen Mickey-Teppich, ist ja Wahnsinn. So, dann gucken wir mal. Man kann auch irgendwie, ich glaube durch Tee. Oh, ich habe Post, ich habe einen Briefkasten. Dann gucken wir mal. Ah nein, jetzt bin ich wieder, ah nee, ich will doch zum Briefkasten. Sie haben Post. Ja, ihr seht hier über diese Dornen. So, nee, nicht betreten. Ansehen. Etwas steckt im Postfach fest. Traumscherben. Beim Durchstöbern des Briefkastens findest du einige Traumscherben. Bewahren sie sie besser an einem sicheren Ort auf, bis du sie brauchst. Cloud-Sicherung. Okay, dann machen wir das erstmal nicht. Brauche ich dafür diese? Okay, ich brauche dafür... Okay, ich brauche dafür alles die Cloud. Dann überspringen wir das Thema. Das gucke ich mir dann mal offline an. So, dann gehen wir mal zum Hauptplatz. Ich habe keine Ahnung, wo dieser sein soll. Ach, da ist Merlin. Dann muss hier irgendwo... Ah. Ansehen. Okay. Achso, hier gibt es dann, wenn ich Pilze ernte, Äpfel ernte, komme ich dann hier noch so, weiß was ich, Zauber. Aber wo ist der Hauptplatz? Da ist Dagobert. Das ist der Hauptplatz. Man kann auch irgendwie durch aktive Aufgaben. Ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Auf dem Hauptplatz. Das ist doch der Hauptplatz. Aber wo ist dieser Stein? Also ich kann hier schon mal die Dornen entfernen. Oh, ich habe hier Sachen gefunden. Also wie gesagt, ich habe gehört, es ist ähnlich wie... Was, hier läuft ein Countdown. Die Dorn, die Münze, glaube ich. Ja. Es ist sehr ähnlich zu Animal Crossing. Also man kann ja auch craften und sein Haus bauen und so. Genau. Also sehr, sehr ähnlich. Ach, da ist die Schaufel. Schaut mal. Eine Sache haben wir gefunden. Grabe ein wenig tiefer. Die Schaufel. Öffne das Werkzeugrad mit Tab und schalte und wähle die Schaufel aus. Die Schaufel kann auch mit 3 aufgerufen werden. Oh Gott, muss ich mal das merken. Grabe Löcher in den Boden und entferne Hindernisse mit, ich glaube, Leerzeichen, würde ich sagen. So, Tab. Ah ja. Okay. Was kann man jetzt hier noch machen? Ach, das ist das mit der Schaufel. Dann pesten wir das dann mal direkt. Und jetzt? Ich kann immer 3 drücken. Ne, graben ist... Ah ja. Rechte Maustaste. Jetzt kann ich da was anpflanzen. Soll ich da jetzt direkt was einpflanzen? Okay, gehen wir erstmal weiter. Ja. Suchen wir erstmal die anderen Sachen.
Da ist, ach, da ist die Spitzhacke. Im Stein. Damit kann man bestimmt Steine abbauen. Noch gar nicht fertig, Merlin. Chill mal. Felsen und Mineralien, die Spitzhacke. Öffne das Werkzeugrad mit Tab und wähle die Spitzhacke aus. Die Spitzhacke kann auch mit 5 aufgerufen werden. Abbau und Beseitigung von Hindernissen mit Rechtsklick, Maus. Ja, es ist jetzt hell geworden, Tatsache. Der Himmel hat sich, ja, ist heller geworden. Aber ich finde noch, boah, noch die Gießkanne und die Angelrute auf der Wiese. Wo ist die Gießkanne? Ich glaube, ich muss das mal hier so ein paar Dornen entfernen, denn ich sehe hier ja gar nichts. So, Karotten habe ich hier bekommen. Jetzt können wir direkt mal die Hacke benutzen. Neues Rezept für Kopfsteinpflaster freigeschaltet. Okay. Sieht auf jeden Fall schon alles freundlicher aus. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas überhaupt spielen wollt. Hat euch Animal Crossing was für euch gewesen? Also ich muss sagen, mit sowas kann ich mich hier stundenlang beschäftigen. Mit Farmen. Aber damit es jetzt nicht zu langweilig wird, suche ich meine Gießkanne. Die Angelrute soll auf der Wiese sein. Ich weiß nicht, welche Tasse jetzt ist, aber war, um zu gucken. Hallo Eichhörnchen. Ich möchte jetzt noch nicht mit Merlin sprechen. Ich wollte eigentlich erst die anderen zwei Sachen finden. Ein Tisch. Ich wirke sehr konzentriert. Irgendeiner redet. Okay, dann gehen wir doch zu Merlin. Ich finde jetzt die Angelrute und die Gießkanne gerade nicht. Weil die Gießkanne brauchen wir bestimmt, um, wenn wir was Sachen anpflanzen. Dann reden wir erstmal mit dir. Ronny. Das ist das Traumschloss. Es wird viele Geheimnisse, viel Antworten verflixt und zugenäht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was darin ist. Ich wette, dass wir im Schloss einen Schlüssel zur Rettung des Tals finden, unvermessliche Reichtümer finden, noch mehr Geheimnisse finden. Ich würde sagen, noch mehr Geheimnisse finden. Zweifellos, das wird das Schloss. Zweifellos wird das Schloss einige Rätsel aufgeben. Aber ich bin zuversichtlich, dass es auch die Antworten enthält, die wir suchen. Beispielsweise, wie man Dreamlight Valley wieder zu seinem alten Glanz verhelfen kann. Hey. Lass uns hineingehen. Erinnerst du dich in irgendetwas anderes? Die Nachtdornen sind riesig. Ja, die Nachtdornen sind riesig. Die Nachtdornen, die das Traumschloss umhüllen, sind anders als die, mit denen du bisher zu tun hattest. Sie sind stärker und benötigen mehr von deiner Magie, um sie zu besiegen. Folge mir, es gibt noch viel, was ich dir zeigen kann. Ja, dann lauf mal los, Merlin. I'm on your way. Und jetzt lauf. Schieß mal los. Alles im Dreamlight Valley besteht aus, nun ja, Dreamlight. Bist du ja. Es ist das Glitzern, das man über allem und jedem sieht. Sogar bei einem Zauberer wie mir. Doch das Dreamlight wurde immer seltener, je mehr sich das Vergessen über das Tal legte. Aber seitdem du da bist, ist der Zauber wieder da. Die Magie ist mit mir verbunden. Ich muss sie weise einsetzen. Ich möchte sie stärker machen. Ich fühle mich nicht sehr magisch. Ich muss sie weise einsetzen. Sowas muss man immer aufpassen mit sowas. Solange du diesen Wunsch in deinem Herzen trägst, brauchst du dich nicht zu fürchten. Ich weiß nicht, ob man so eine... Doch, das geht tatsächlich. Habe ich gelesen. Man kann auch ein Villain werden.
Das ist auch sehr interessant, muss ich sagen. Man kann alles so schlecht reden und böse sein. Boah, das glaube ich, das würde ich mal in dem anderen Spiel machen, wenn ich das, wenn es nächstes Jahr released wird, werde ich, glaube ich, ein Villain. Ja, solange, also, ne, solange du diesen Wunsch im Herzen trägst, brauchst du dich nicht zu fürchten. Die Dreamlight-Magie wird durch Taten der Freundschaft, Liebe, Fürsorge stärker. Einfach Taten wie das Entfernen von Nachtdorn oder das Schließen einer Freundschaft mit mir. Wenn du in den Brunnen schaust, entdeckst du die verschiedenen Aufgaben, mit denen du mehr Dreamlight erschaffen kannst. Um das Potenzial des Dreamlight voll auszuschöpfen, musst du die herrschaftlichen Geräte sammeln, die während des Vergessens verloren gegangen sind. Denke daran, manche Zauberer brauchen für ihre Magie magische Hilfsmittel. Du wirst diese Werkzeuge brauchen, um Dreamlight Valley zu retten. Mickey ist seit dem Vergessen der Gärtner im Dorf. Vielleicht weiß er, wo die Gießkanne und die Schaufel zu finden sind. Die Schaufel habe ich, die Gießkanne brauche ich. Mal sehen. Fischen. Ach ja, Goofy ist ein begeisterter Angler. Er weiß sicher, wo du die verlorene Angelrute finden kannst. Allerdings habe ich nichts mehr von ihm gehört, seit die Steine unseren Weg zur Wiese im Süden versperrt haben. Soll ich auch eine Karte? Du musst ihn finden, also würde ich dort anfangen. Sei im Tal aktiv, ist eine Aufgabe. Erhalte Dreamlight aus dem Dreamlight-Menü. Entferne die Nachtdorn vom Eingang des Schlosses um anderen Teilen des Tals. Ja, Aufgaben haben wir ja schon mal hier. Ernte Pilze, entferne kleine Nachtdorn. Haben wir ja schon 19 von 20. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Man kann hier noch Nachtdorn entfernen. Haben wir es ja schon mal geschafft. So, im Süden. Würde ich sagen, laufen wir mal in den Süden. Was machst du jetzt hier, Merlin? Auf der Bank chillen. Na klar. Was auch sonst. Ah ja, die Spitzhacke haben wir ja. Jetzt können wir hacken. Schön einsammeln. Haben wir euch auch ein Lager? Das ist schon mal eine große Wiese. Guck mal, da. Das sieht schon mal aus, wie als würde man angeln können. Aber wo? Ah, da ist die Route. Neue Aufgabe. Finde schnell neue Aufgaben mit T. Angelexpedition. Mit T. Kann ich jetzt angeln? Nee. Angeln not allowed. Geht doch nicht. Ist Goofy da im Wasser? Oh, da kommen Blubberblasen hoch. Du hast eine kaputte Angelroute gefunden. Finde die Person, der sie gehört. Ja, Goofy, wo bist du denn? Ja. Wo ist Goofy? Da ist schon mal sein Schild. Öffnen. Wow. Ich brauche aber Goofy. Ein böser Brunnen. Kann man auch, hier wird auch ein Haus. Was ist hier? Das ist eine Erinnerung. Tatsache. Okay. Ich dachte mir schon immer, dass dies ein schöner Ort für einen Garten wäre. Aha. Ah ja, ich habe tatsächlich 2 von 57, okay. Hier sieht man, was Charaktere es gibt. 17, Werkbank, oh je, wie viel ach du Gott, wie viel Fische es gibt, wie viele Gerichte wir kochen können, Kleidungssets, Edelsteine, ach du je, Mini, Zutaten, Kleintiere, kann man die dann auch angeln? Auch essen? Ja. Goofy! Where are you? Da müssen die Dornen weg, aber beantwortet ja nicht die Frage, wo Goofy ist. Schauen wir mal und gehen wir mal da runter. Hier sind auch große Dornen.
Geht noch nicht. Not allowed. Oh. Vielleicht hier? Ich weiß, das ist gerade sehr langweilig, aber ich versuche Goofy zu finden. Ist er vielleicht im Haus drin? Oder ist das Mickeys Haus? Gucken wir mal. Wir gehen einfach rein. Ah, da ist er! Hi, Goofy! Oh, das ist aber eine schöne Wohnung, du. Hast du richtig... Oh, die Stühle. Geil. Und diesen Tisch. Also, das hätte ich auch gerne in meinem Wohnzimmer. Das ist richtig schick. Und dieser Teppich und oh, diese Kissen. Und dieser... Oh, guck mal, da ist auch Mickey. Ich lieb's jetzt schon. Ja, okay. Dann genug geguckt. Wir reden mit Goofy. Möchtest du dies weitergeben? Ja, gib ihm die kaputte. Ich brauche keine kaputte. Hallo! Oh, jemand Neues! Hallöchen! Sehr Mickys Stimme. Du bist doch kein unheimlicher Fremder, oder? Oh. Du bist nur ein Freund, den ich noch nicht getroffen habe, richtig? Natürlich bin ich ein Freund. Ich schätze, ich kann ein bisschen unheimlich sein. Ich bin hier, um dir zu helfen. Geht's dir gut? Ja, wie ist immer nett. Natürlich! Aber es gibt ein wenig unheimlich. Es ist ein wenig unheimlich geworden, als der Himmel sich verdunkelte und ein paar meiner Freunde verschwanden. Was hat er eigentlich so lange gemacht in seiner Bude? Aber jetzt bist du ja hier! Yay! Wir werden gute Freunde sein. Ich weiß es einfach. Wenn das nicht zu aufdringlich ist. Hahaha. Nee, du. Direkt Friends Forever. Es gibt so viel, was ich dir zeigen möchte. Das ist mein Stand. Wir müssen ihn allerdings erst aufräumen. Oh! Und wir können auch angeln gehen. Natürlich muss ich erst meine Glücksangel finden. Immer mit der Ruhe... Achso. Immer mit der Ruhe, Goofy. Ich habe deine Angel schon gefunden. Es gibt nur ein Problem. Sie scheint kaputt zu sein. Hier ist sie. Kaputte Angel. Danke, Moni. Jetzt lass mich mal sehen. Ach, sie war nur mit Algen verheddert. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt, wo ich meine Glücksangel wieder habe... Gebe ich dir diese, die ich nach dem Vergessen gefunden habe, damit wir zusammen angeln können. Ich glaube, sie gehörte einmal unserer alten Herrscherin. Hey, sieh mal, sie scheint dich zu mögen. Die Angel mag mich, weil sie so magisch ist, weil ich gut angeln kann. Das ist seltsam, ich bin nichts Besonderes. Also warum, wenn man mich immerhin so nichts Besonderes sein muss? Weil ich so magisch bin. Ich kann nicht angeln. Das muss es sein. Du scheinst wirklich magisch zu sein. Hier, bitte sehr. Ja. Sie gehört dir. Ah, danke, Goofy. Ah, mit Mickey Rich. Habt ihr gesehen? Mickey Kopf. Hier noch ein cooler Hut, damit du wie ein richtiger Angler aussiehst. Oh Gott. Ach nee, Anglerhut. Ah, jetzt sind wir Brina, Daniel. Jetzt sind wir wieder dabei. Ich habe einen Anglerhut. Was hältst du von dem Hut? Ziemlich schick, oder? Er wirkt wirklich schick. Ganz nett. Ein bisschen albern. Nee, wirklich schick. Anglerhüte. Immer. Ja, das ist er. Vielleicht sollte ich meine eigene Goofwear-Modelinie gründen. Also ich wäre dabei. Ich könnte Onkel Dagobert ein wenig Konkurrenz machen. Haha. Also gut, ich zeige dir, wie du deine neue Angel benutzen kannst. Siehst du das Mickey-Rädchen? Angelroute freigeschaltet. So, dann können wir ja angeln. Selbes Prinzip wie bei der Schaufel. So, dann... Wie kann ich den denn V ausprobieren? Hüte. Ah! Können wir doch direkt anlassen. Steht mir doch super. Also Anglerhüte und ich sind so. Okay, jetzt ist... Oh je, jetzt ist das Spiel mit meiner Zeit synchronisiert. Ja, jetzt seht ihr, wir haben 21 Uhr. Das Spiel ist jetzt mit deiner Zeit synchronisiert. Mit der Zeit wechselt es von Tag zu Nacht. Charaktere folgen ihrem eigenen Zeitplan, also achte darauf. Okay, krass. Komm jeden Tag wieder, um neue Dinge zu entdecken. Ja, also wie gesagt, wir haben gerade 9 Uhr abends, deswegen ist es dunkel. Also, richtig krass. So, haben wir noch Geld gefunden. So, dann gehen wir zum Angeln. Hi, Goofy. Angeln im Tal. Halte rechts gedrückt, um deine Leine auszuwerfen. Ziele auf die Wellen.
um sicher zu gehen, dass du etwas fängst. Das sind noch keine Wellen. Na gut, drücke jedes Mal schnell die linke Maustaste, wenn der Kreis grün wird. Okay. Wenn das genauso gut wird wie, so, dann gucken wir mal. Okay. Achso, ich habe die Angel nicht ausgewählt. Angeln! Oh Gott, viel zu weit weg. Das... Oh Gott. Das war... ich würde sagen, das ignorieren wir. Das probieren wir jetzt nochmal. Ich warte. Und jetzt, wenn der Kreis grün wird... Hä? Ich bin total überfordert. Achso, ich bin erschöpft. Ich habe keine Energie mehr. Ach, das auch noch. Ohne Energie sind alle Aktivitäten nicht möglich. Wenn du isst oder dich in deinem Haus aufhältst, wird die Energie wieder aufgefüllt. Ein besonders gekochtes Gericht ist der beste Weg, um es sich zu erholen. Ich muss jetzt echt nach Hause laufen. Oh, wo ist denn mein Zuhause nochmal? Irgendwo bei dem Platz links. Mich alle ändern. Ich habe auch nichts zu essen dabei. Das ist meine Hütte. Meine Hut. Dann gehen wir uns mal. Ich will eigentlich noch einen Fisch fangen. Erweitere dein Haus und passe es an. Verbringe Zeit in deinem Haus, um deine Energie aufzufüllen. Nutze das Lager deines Hauses als zweites Inventar. Hä? Ich habe sie aber nicht eingeladen, Goofy. Was soll das denn jetzt? Statt dir herzlich willkommen draußen, willkommen, Takt auf eine Tür. Hallo, Moni. Angel-Expedition. Wie angel ich? Entschuldige, ich kann nicht reden. Ich muss mich erstmal ausruhen. Nun, wann immer du ein paar Wellen siehst, ziele einfach und wirf deine Leine aus. Es ist ganz einfach. Das ist schön, Goofy. Ah, jetzt habe ich meinen. Jetzt ist wieder voll. Da oben links sieht man den blauen Balken. Dann probiere ich jetzt nochmal zu angeln. Goofy, du brauchst mir nicht. Verfolgst du mich? Also das mit dem Fischeangeln hat schon mal super funktioniert. Einen Fisch wollte ich heute noch fangen, weil bevor ich den Stream jetzt hier beende. Also ihr seht, es ist sehr weitläufig, das Spiel. Okay, halten und los. Und jetzt ganz schnell drücken wir... Ach, das war ja auch rot und ich drücke. Also... Okay. Jetzt drücke ich gar nichts. Mal gucken, was dann passiert. Da stand, ich soll drücken. Oh. Ich sag ja, ich kann nicht angeln. Da hilft auch keine Magie. Bin ja schon wieder müde. Das kann ja nicht so schwer sein. Einen Fisch zu fangen. Ich gehe jetzt mal zum anderen Teich hier. Ist das hier auch einfacher? So. Goofy, geh weg, ich sehe nichts. Das kann doch nicht so schwer sein. Fange etwas mit, Goofy. Ja, wie fange ich was mit, Goofy? Bist du sein Freund? Ha? Es gibt einen neuen Freund. Kann ich denn was mit dir angeln? Wie angeln ich? Hey, du! Haben wir doch eben schon. Bis bald. Ja, wie angel ich mit, Goofy? Angel doch mit! Jetzt habe ich wieder keine Energie mehr. Ich flipp aus. Habe ich auch noch nicht alles? Ach Gott. Da fehlt ja eigentlich nur die Gießkanne, ne? Also, ich muss mich jetzt wieder erstmal heilen. Oh, das ist aber auch... Kommt er mir jetzt wieder hinterher?
Schön, Goofy, aber du sollst mit mir angeln. Ich sehe schon wieder, das wird nichts. Ich wollte in diesem Part eigentlich einen Fisch angeln, aber das ist, wird nichts. Ist ein Fail. Kommt jetzt wieder in mein Haus oder wartet er schon drin? Das ist schon ein bisschen creepy. Ein Versuch noch. One try. Dagobert, was ist eigentlich mit dir los? Ist auch eingesperrt. So. Geht da hinten schon die Sonne auf? Das kann aber nicht sein. Goofy, können wir jetzt mal bitte zusammen angeln? Du stehst da nur so dumm rum. Mir geht's wunderbar. Na, wie geht's? Meinetwegen. Das wird so nix, Goofy. Okay. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ich werde mal herausfinden, wie ich mit Goofy zusammen angeln kann und werde noch ein paar Dornen entfernen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei Part 3 und auch mal zum Tageslicht, also tagsüber. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Spiel interessiert und auch gefällt. Ein Abonnement und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder bei Part 3 von Dreamlight Valley. Ciao!